Servus, Leitz, Dr. Servais, sind wir wieder hier. Was soll ich sagen? Wir haben mal wieder ein interessantes Bildchen hier. Mal wieder ein Krieg. War ja auch schon lange her, wann wir das letzte Mal einen Krieg hatten. Ich bin ja eigentlich normalerweise gar nicht so der Fan von, bin kein Fan von so Mischgetränken und so weiter, aber so belgische Fruchtbier finde ich sowas und herrlich. Gerade im Sommer einfach eine geile Sache, sowas. Was ja kein, es ist ja, es ist Bier, kein Biermischgetränk. Wobei da auch unterschieden werden muss. Also viele dieser Fruchtlambics sind dann doch eher mit einfach Fruchtsaft gemischt. Aber die meisten, also auch gerade die höherprozentigen der Kriegs, da wird das Bier auf Kirschen gelagert im Fass und super leckere Sache. Hier haben wir auch wieder so ein höherprozentiges, weil das dieser Kollege hat 8%. Und jetzt schauen wir halt erstmal, was da so geht. Ich bin vorsichtig jetzt. Hat er heute schon einmal das Malheur, dass es rausgeschossen kam, dank dem DPD-Boten. Aber wunderbar, alles gut. Es ist nicht so Druck drauf. So, dann gießen wir das mal ein. Und hier haben wir also wirklich eine extrem dunkelrote Farbe. Ich nehme mal kurz das Handy hoch, dass ihr es mal in Richtung Licht seht. Da seht ihr es, das ist nicht schwarz, wie es vielleicht sich erst anmuten lässt, sondern dunkelrot. So, das ist tatsächlich auch mal Nummer eins, was ich auch schon mal probiert hatte und gefiel mir ganz gut. Aber halt noch nicht ein Video dazu gedreht oder so. Deswegen schauen wir mal. Oh, das ist ja herrlich im Geruch. Also das ist wirklich brutal. Kirsche hast du da, aber nicht so den süßlichen Überschwall, wie du oft bei so Kirschbieren hast. Hier ist wirklich schön nach Kirsche, aber ja, nicht wie eine Kirschlimo oder sowas, sondern wirklich schön kirschig, aber wir sind hier bei dem Bier definitiv auch im Geruch. So, schauen wir mal, was das, was so geht. Oh, also richtig schöner Kirschgeschmack. Vollmundig. Aber nicht süß, gar nichts, sondern wirklich, das ist mal, was mich manchmal ein bisschen ärgert, dass die Kriegs ein bisschen zu süß sind. Das gar nicht. Wunderbar, einfach schön Kirschgeschmack. Aber, Fülle, da die 8%, die kommen durch. Hat man drin, schmeckt man raus, aber hey. Wow. Also, an die Brasserie Dachauff, good job, sehr, sehr gutes Krieg.